Du, wir haben auch jemanden im Team, der ständig faszinierende Dinge jetzt macht, der kleine Begebenheiten in Österreich besucht, der Hermes. Ja, ja. Der liebe Hermes, sozusagen der Rainer Pariasek für die unteren 10.000, was die Sportberichterstattung betrifft. Hermes war für uns bei, wo war er denn genau? Genau, beim ersten Heiligenstädter Nordic Walking Day. Viel Spaß. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal recht, recht herzlich hier in Kammern begrüßen zum ersten Heiligenstein Walking Tag. Viel Spaß beim ersten Heiligenstein Walking Tag hier in Kammern. Danke. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Walken und Spazierengehen? Walken ist ein bisschen mehr beschleunigend. Eingedenk des früheren Namens vom Heiligenstein, Höllenstein, wählte ich meine Startnummer und fieberte adrenalinpumpend dem Start entgegen. Oh Mann, das kann ja noch dauern. Dann wogge ich nochmal zum Urinstein, um meine innere Unwucht zu lösen. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Ach, jetzt habe ich den Start versäumt. Taxi! Egal, die alten Knacker hole ich locker wieder ein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Seitenstechen. Aua. Ach, das kann ja keiner 8 Kilometer durchhalten. Oh. Dieses Leben bietet so viel mehr. Ob hier im Heiligenstein auch wie beim Wien-Marathon die Kenianer gewinnen? Nein. Ja, ja, Angeber. Sich alle vollgespritzt und blutgedopt. Verlierer gab es praktisch keine. Aufgrund der überschaubaren Teilnehmeranzahl gab es nicht einmal Drittplatzierte in den einzelnen Altersgruppen. So sehen Sieger aus.